Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, werter Herr Bundesminister, bevor ich zu meiner Wortmeldung der Sache komme, lassen Sie mich ganz kurz, sonst hätte ich nämlich damals eine Berichtigung machen müssen, zu dem Einwand einer Vorrednerin einzugehen, und zwar in Bezug auf die Covid-Maßnahmen, wo ich ihr gesagt habe, es soll endlich dieser Ausnahmezustand beendet werden. Und dann wurde mir vorgeworfen oder der ganzen freiheitlichen Fraktion, naja, wir würden ja nicht einmal das Wesen einer Exponentialfunktion verstehen. Und dazu muss ich ganz kurz sagen, wir verstehen sehr wohl das Wesen einer Exponentialfunktion, wir verstehen auch Statistiken, aber wir lesen sie nicht nur einfach, sondern wir verstehen auch den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Wir verstehen vor allem auch Begriffe wie Geeignetheit und Verhältnismäßigkeit, die aus der Grundrechtsprüfung herauskommen. Und, meine Damen und Herren, wir verstehen auch weitere Dinge. Zum Beispiel, dass es unsinnig ist, Gesunde zu testen und Kranke mit Symptomen, die anrufen und sich bei der Hotline melden, nicht zu testen und die dann tagelang hingehalten werden und denen dann gesagt wird, dass sie haben eh nur Schnupfen. Und wir verstehen auch, dass es unsinnig ist, Herr Finanzminister, dass man Millionen und Abermillionen an österreichischem Steuergeld ausgibt für Massentests, wo dann ein Viertel der gesamten Bevölkerung nur teilnimmt, weniger als ein Viertel, und von allen, die teilgenommen haben, dann nur insgesamt, lesen Sie bitte die Salzburger Nachrichten, nur insgesamt nur 0,1 bis 0,4% positive Tests überhaupt gefunden werden. Also das war ein Reinfall und eine Steuergeldverschwendung, und gegen diesen Corona-Wahnsinn sprechen wir freiheitlich uns aus, und deswegen sind wir auch für die Aufhebung dieses Ausnahmezustandes. Ja, und zur Sache selbst, ich habe mir da ein bisschen was notiert, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, meine Vorredner haben alles gesagt, wir stimmen dem Gesetzespaket zu. Und auch die FPÖ wird dem Gesetzespaket zustimmen, sagt Michael Schilchegger. Er ist Bundesrat aus Oberösterreich.